Wir haben dann mal heute Morgen den Start genommen in Sainte-Marie-de-la-Mer und 30 Kilometer weitergefahren Richtung Marseille. Wir stehen jetzt in Port Saint-Louis-du-Rhône. Der Stellplatz ist mal wieder vom Campingcar Park. Ich habe das System ja schon mehrere Male vorgestellt und ehrlich gesagt, wir fahren sehr gerne dorthin. Der Platz hier kostet zum Beispiel 14 Euro pro Tag. Ver- und Entsorgung sind im Preis mit drin. Du hast dann Strom mit einer C6-Sicherung abgesichert, also rund 1,4 Kilowatt. Mit anderen Worten gesagt, wenn du mit dieser Firma arbeitest, bist du gut untergebracht und du hast alles, was du brauchst. Die Firma Campingcar Park arbeitet mit den Kommunen zusammen. Das wird dann einfach so abgerechnet. Die Kommune stellt den Platz zur Verfügung, kassiert dafür 2/3 von der Stellgebühr und 1/3 geht an die Firma, die dann das ganze Material zur Verfügung stellen. Es ist auch an den Gemeinden, für dann den Platz sauber zu halten, für die Hecken zu schneiden und so weiter und so fort. Wie gesagt, so hat jeder was davon. Aber am meisten profitieren natürlich dann die Wohnmobilisten. Wo bekommst du einen Platz für 14 Euro, der in einem relativ guten Zustand ist, mit Strom, Ver- und Entsorgung? Das gibt es nur mit solch einer Firma. Schauen wir uns jetzt mal die App von Campingcar Park hier auf diesem Handy an. Das Programm öffnet sich. Genau, jetzt kann man hier sehen, um 10.33 Uhr sind wir hier auf diesem Stellplatz angekommen. Aktueller Beitrag des Aufenthalts kostet 6 Euro. Die Adresse steht unten drunter, 1233 Quai de la Suisse, Port Saint-Louis-du-Rhône. Und ganz unten stehen dann die GPS-Daten. Wi-Fi haben wir hier nicht, brauche ich auch nicht, wie schon das letzte Mal erzählt. Wir haben seit 19. Mal einen Router hier eingebaut und das ist auch okay so. Gehen wir mal zurück. Wenn man jetzt etwas sucht, findet man natürlich auch noch andere Stellplätze hier in der Gegend. Und dann sieht man auch noch die Entfernungen hier. Wie 21 oder 24 Kilometer, 47 Kilometer ist der weiteste, wo ich jetzt heraussehen kann. Nebenbei kann man auch noch feststellen, wie viele freie Plätze das da sind. Nehmen wir mal hier den zweiten, das ist dann Martigues Camping de la Source. Da sind noch 3 Plätze frei von 9. Kostenpunkt sieht man auch dann sofort. Das ist dann 15,72 Euro. Ich glaube, damit kann jeder leben. Wenn ich jetzt Konto drücke, dann sieht man sofort, wie viel ich noch als Guthaben habe. Da sind dann 88 Euro und 18 Cent. Das heißt, wenn wir jetzt auch diesen Platz hier nach 2 Tagen verlassen, haben wir für rund 28 Euro verballert. Da haben wir noch immer 60 Euro auf diesem Guthaben stehen. Wie gesagt, für unser einer ist das optimal, das ist relativ interessant. Du kannst natürlich auch Stellplätze dann suchen in einem gewissen Umkreis oder Routenplanung geht auch oder Suche in der Zielregion. Das kannst du alles organisieren, wie du es brauchst und wie du es willst. Für unser einer ist das optimal. Vor dem Stellplatz ist eine Fahrradpiste, die werde ich jetzt benutzen, um die Ortschaft zu besuchen. Port du Saint-Louis-du-Rhône ist eine kleine Hafenortschaft. Hier sieht man das am besten. Ein kleiner Sporthafen, der
dann natürlich einen Zugang zum Meer hat. Das Ganze ist auch angeschlossen an den Rhone-Kanal, so kann man dann inland und am Meer fahren. Ein schöner Spazierweg führt am Kanal und am Hafen vorbei. Dieser ist etwas beschattet. Der Kanal und das Hafenbecken wird mit dem Meer verbunden durch eine Schleuse. In den 50er des letzten Jahrhunderts war sehr viel Betrieb hier. Das merkt man an den Häusern. Hier sind noch alte Ateliers aus der Zeit. Es sind aber auch alte Fotos entlang des Weges ausgestellt, wo man das Leben hier im Hafen bestaunen kann. Was geblieben ist aus der Zeit, das sind dann die Schienen, wo die Kräne auf und ab fuhren und auch noch ein paar alte Gebäude aus der Zeit. Der Tour Saint-Louis ist Office de Tourisme, also Touristenzentrum. In ihm kann man sich gescheit machen, was so touristisch in der Gegend hier abgeht. Dieses Gebäude war in vergangenen Zeiten die Hafenkommandantur, hier wurden dann die Schiffe ein- und ausgeschrieben, die im Hafen lagen. Die Zeiten ändern eben, gestern noch Kommandantur, heute eben Touristoffice. Heutzutage sind in dem Hafen von Le Port Saint-Louis-du-Rhône nur noch Sportboote zu sehen, mit Ausnahme von zwei großen Segelschiffen, die hier ihre Heimat gefunden haben. Halber Oktober sieht man noch einige Touristen hin und her laufen, die sind aber auch in dieser Zeit sehr selten geworden. Ein Denkmal erinnert noch an die harte Arbeit, die damals hier im Hafen geleistet wurde. Ehrlich gesagt, in der Ortschaft ist nicht allzu viel los. Wir werden wahrscheinlich zwei Tage hier bleiben auf dem Stellplatz und dann unseren Weg weiter fortfahren. Im Hafengebiet von Le Port de Saint-Louis-du-Rhône ist alles gesehen und entdeckt. Es ist mal wieder Zeit für den Nachhauseweg Richtung Wohnmobil und das ist ungefähr so ein Kilometer von hier.